Und bevor das Video losgeht, falls ihr Bock auf eine der iTunes-Karten habt, die ich wöchentlich rausgebe, dann auf jeden Fall einfach einen Daumen nach oben, einen Kommentar und zum Kanal subscriben. Und dann werden immer jeden Mittwoch iTunes-Karten verlost. Also, ihr wisst, wie es funktioniert. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ein bisschen ärgerlich, dass da jetzt meine Elixierpumpe bei dem Push draufgegangen ist, aber da machst du halt nichts, ne? Ich setze jetzt trotzdem wieder eine Elixierpumpe. Diesmal halte ich mich bereit dafür mitzubekommen, dass er eventuell wieder seinen Miner nach hinten schickt. Wenn er seinen Miner nach hinten schickt, setze ich diesmal anstatt meinem... Okay, es kommt kein Miner bisher. Ansonsten hätte ich nämlich jetzt meine Kobolde gesetzt, anstatt meinen Packer dafür zu benutzen. Da kommen sie. Dann setzen wir da jetzt die drei Kobolde drauf, damit da nichts passiert. Upp, er kriegt dann natürlich trotzdem, naja, ich kriege meinen einen Hit raus mit seiner Feuerball-Kombo. Klatscht er mich da relativ weit runter. Ich werde jetzt einen... Wo brauche ich das überhaupt? Ich setze einfach einen dunklen Prinz davor. Ich habe kurz überlegt, ob ich meinen Mini-Packer hinsetze. Wir machen das einfach so, dass der Frostmagier... Weil so haben wir nämlich direkt einen Push auch aufgebaut. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier hinten vielleicht Pfeile drauf schicken. Gucken, dass da im selben Moment... Nee... Ich dachte eventuell, oh, schöner Blitz von ihm, ich knalle jetzt auch, damit da auf jeden Fall mein einer Reiter durchkommt, habe einen schönen Push am Start und krieg da, schöne Barbaren, aber meine Bogenschützin ändert leider ihren Target nicht, sondern schießt weiterhin auf den Tower, was jetzt gar nicht so tragisch ist, dadurch, dass ich jetzt die Prinzessin direkt wieder ab habe, cleart die da die Barbaren direkt, bevor die, einen Hit können sie raussetzen. So, dann schicke ich diesmal meinen Elixiersamper auf die linke Seite, er muss jetzt auf jeden Fall was gegen meine Prinzessin tun, sonst setzt sie da einen Hit. Sie setzt keinen Hit, ich dachte erst für eine Sekunde, sie setzt einen Hit, dann wäre das nämlich relativ ärgerlich gewesen. Er ist auf jeden Fall konsequent an der Geschichte dran, dass er probiert, die ganze Zeit meine Elixierpumpen zu harassen, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist, aber alles in allem nicht ganz so tragisch. Ich sollte eigentlich in einen Turm haben, mache mich jetzt hier hinten für den Blitz bereit, dachte mir schon, dass da sowas kommt, kriegt er seine Barbaren relativ schnell down, habe meine Prinzessin auch noch und jetzt kann ich eigentlich auch schon... Kommt der Push durch? Nice! Auf der linken Seite setzen wir auch schon ein bisschen Druck auf, noch einen zweiten Schuss von der Prinzessin, er lässt sogar noch einen dritten Schuss durchgehen und das sieht mir ganz so aus, als würde er da fast seinen Tower verlieren. Gehe jetzt trotzdem von links mit meinem Prinz, mit meinem dunklen Prinz, gehe von rechts mit meinem anderen Prinz, weil ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich das Ding gewonnen habe und auf der rechten Seite trotzdem noch ein bisschen pushen will. Habe jetzt hier hinten die Pfeile, kann die Pfeile eigentlich setzen und damit sollten wir die eine Krone geholt haben. Wunderbar. Nicht schlecht, gutes Spiel. So, wir machen uns langsam wieder auf den Weg. Ihr seht, ich spiele mein altbekanntes Deck. Ich bin endlich mal wieder in Clash Royale reingekommen. Es kommen ja auch ständig neue Sachen hinzu. Also zumindest, was heißt ständig? Also dadurch, dass dieses erneute System am Start ist, dass Karten jetzt quasi immer released werden. Also wenn ihr ganz runter scrollt, seht ihr ja, dass jetzt schon bald in 17 Stunden und 24 Minuten der liebe Ice Golem verfügbar ist. Finde ich ganz geil. Ich weiß nicht, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass die das Ganze jetzt eben so aufbauen und man vorher, quasi so ein bisschen vorher weiß, was da passieren wird. Wir schauen uns jetzt diese Wiederholung in einer doppelten Geschwindigkeit an, weil ich tatsächlich sagen muss, oder ja doch, sagen wir mal doppelte Geschwindigkeit, dass ich sagen muss, das ist das erste Mal, dass ich gehen wir auf die normale Geschwindigkeit runter, gegen den Inferno-Drachen kämpfen musste und ich wirklich ziemlich überfordert war. Und wenn ihr seht, was er da für eine Armee aufgebaut hat, weil ich einfach meinen Elixiersammler setze, da war ich schon ziemlich frustriert, dass ich gesehen habe, wie viel Damage, und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass es im Endeffekt ein Inferno-Turm, der fliegen kann und den du nach vorne pushen kannst und der macht irgendwann richtig Damage auf deine Strukturen. Und ich muss sagen, seine Armeezusammenstellung probiert die auf jeden Fall Maus. Ich habe mich noch nicht rangetraut, weil ich einfach noch nicht lange genug wieder Clash Royale zocke und deswegen noch nicht so richtig wieder in der Materie drin bin und nicht so ganz weiß, ob ich das schon kann, um mit solchen Armeen umzugehen. Und deswegen, aber das musste ich euch auf jeden Fall ganz kurz anzeigen, weil, ey, ganz ehrlich, dieser Inferno-Drache zusammen mit den normalen Drachen, mit dem Mega-Minion, dem Holz, der Prinzessin und dem Riesen, heftig, naja. Wie ihr seht, pusht er halt dann auch durch, wenn er dann einmal so eine Armee aufgebaut hat. Da machst du halt nicht mehr viel. Ich habe dann einfach auch nur noch probiert, den Inferno-Drachen hinten abzulenken und zu gucken, dass er nicht zu viel Damage anrichten kann. Aber im Endeffekt hat er das halt ganz clever gemacht. Das ist ähnlich wie mit meiner Golem-Armee, wenn du dann erstmal so ein Stück hier weiter durch bist und du weißt, der Gegner hat nicht wirklich, das ist halt mein Problem, ich habe nicht wirklich was gegen er, dann mache ich da halt auch nichts. Da habe ich nur meine Prinzessin und die Pfeile und den Knall, da mache ich halt tatsächlich irgendwie nichts gegen die ganzen Airtruppen. Deswegen habe ich halt probiert, meinen Prinz dahinter zu setzen, damit er wenigstens so ein bisschen was wegzieht. Aber egal, verlieren gehört dazu. Machen wir erstmal die fette Riesentruhe auf, die ich eben gerade aus dem einen Kampf bekommen habe. 1400 Gold, 103 Barbaren, 127 mal Knall
Und leider dann nur das Mega-Minion oder den Mega-Lakai 26 Mal. Ja, war jetzt eher eine bescheidene Riesentruhe. Kämpfe mit der gleichen Armee, gehe wieder ein bisschen in den Tryhard-Game, steht im Vordergrund. So, dadurch, dass ich die Elixierpumpe habe, warte ich auf jeden Fall bis 9,5, setze die Elixierpumpe und hoffe dadurch, dass ich... Ah, nein, nein, ich habe nichts gegen den R, deswegen pushe ich jetzt einfach aggressiv auf der linken Seite, auf der rechten Seite dagegen für ihn auf der linken Seite, um genau sowas, ein bisschen was rauszulernen, ein bisschen Damage zu bekommen. Ich werde nicht viel machen können gegen das... Ja, genau sowas habe ich mir nicht vorgestellt. Wie ihr seht, ich habe 0... gegen diese R-Geschichte außer meiner Prinzessin und das ist halt einfach nicht genug. Und deswegen muss ich halt quasi den Push selber ansetzen und hoffen, dass ich da relativ gut selber mit meinem Push durchkomme. Knall jetzt hier einmal bei ihm, damit er nicht allzu viel Damage macht, aber er kriegt den Turm auf jeden Fall und ihm wird halt auch auffallen, der Junge hat nichts gegen R und deswegen wird er diesen Push jetzt auch noch mehrfach machen können und außer meiner Prinzessin habe ich halt tatsächlich auch nichts. Ja, ja, ich bin sehr offen gegen R mit diesem Deck, aber wir haben eigentlich ganz gut getradet. Ich krieg da links noch, oh, doch, ich krieg die letzte Elixier-Tröpfchen noch raus, bevor die Pumpe zerstört wird. Und jetzt warte ich natürlich eigentlich nur noch darauf, dass er seinen Push wieder startet. Da kommt der Push schon. Meine Prinzessin hebe ich mir jetzt eine Sekunde auf. Wobei ich jetzt, glaube ich, meinen Full Force einfach mal setze und mal gucken, wie weit wir hier kommen. Weil das sieht gar nicht schlecht aus. Die Prinzessin setze ich jetzt mal nach hier hinten. Er hat seinen Ballon noch gar nicht setzen können, aber ich weiß natürlich, dass er den Ballon gleich setzen kann. Ah, da kommt der... Ne, ich dachte, er setzt ihn jetzt direkt. Okay, den Knall hebe ich jetzt kurz auf. Den Ballon werde ich dann mit meiner Prinzessin wieder fighten können. Die sollte bis dahin wieder da sein. Bisher sieht der Fight... sehr ausgeglichen aus und es kommt mir so vor, als wäre ich ein Stückchen weiter vorne. In 3 Sekunden ist die Elixier-Overtime, das heißt, wir kriegen Double Elixier, hat noch eine Kanone, das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen setze ich jetzt einfach mal alles auf Full Attack und hoffe, dass ich da hinten durchkomme. Ah, die Prinzessin sitzt ein bisschen ärgerlich da mittendrin. Die hat da natürlich jetzt nicht so viel Damage angerichtet. Und ah, das wird richtig schwer, wir kriegen einen Hit raus. Und den Knall hätte ich mir vielleicht sparen sollen. Ich werde meinen Turm auch verlieren. Da geht nichts. Da werde ich nichts gegen tun können. Der geht da auf jeden Fall mit seinem Ballon durch. Und ich glaube, weil ich nicht genau weiß, was ich dagegen tun soll, könnte gut sein, dass ich das nicht gewinnen kann, weil er halt einfach einen zu guten Defense hat. Und er setzt jetzt halt einfach nochmal einen Ballon direkt davor, vors Häuschen. Und dann ist die Geschichte eigentlich gelaufen. In die Overtime werde ich das retten können. Aber dann war es das halt. Es ist halt eine Armee, die gegen Luft wirklich nicht viel anrichten kann. Ja, da kommt er auch schon. Da geht er durch. Ich weiß nicht, ob da hinten eventuell was geht, ob ich das schaffe. Nee, da kommt sein... Nee, keine Chance. Es war knapp, aber kann man nichts machen. Ich habe halt tatsächlich, diese Armee ist nicht für R ausgebildet und sobald ich halt sehe, dass da ein Ballon kommt, habe ich eigentlich schon gelitten und kann nicht viel dagegen tun. So, manchmal setze ich einen ganz gern doppelten aggressiven Push bei solchen Dingen. Okay, das ist schon mal gar nicht schlecht. Da geht sein Spawner direkt down. Ich komme auf beiden Seiten durch. Gegen das Mega-Minion brauche ich jetzt eigentlich nicht so viel zu tun. Das kriegt da gar keinen Hit aus. Und bisher sieht das so aus, als würde ich den ersten Trade gewinnen. Er ist auch 2 Level unter mir. Das ist natürlich ein bisschen gemein. Dadurch, dass meine Türme niedriger sind und er hat dann einen X-Bau am Start. Interessant. Was, der ist in Range? Ich dachte, der wäre außerhalb der Range. Krass. Shit, chilly shit. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber haben wir den X-Bow auf jeden Fall mal kurz abgelenkt und haben den auch schon down. Mein Mini-Packer sollte einen Hit rauskriegen, wenn er da nichts davor setzt. Perfekt. Hat nur eine 5er Elixierpumpe, ist relativ weit oben für ein so niedriges Level. Was heißt niedriges Level, aber für so ein, im Vergleich zu meinem Level 2 da unten, ist natürlich schon auf jeden Fall schwierig. Okay, interessant zu sehen, er kommt da mit seinem Mega-Lakai auf jeden Fall nicht durch. Setze ich da einen zweiten Push dahinter? Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus, weil ich kann eigentlich das Ganze so regeln. Schauen wir mal, ob das was wird. Nice. Perfekt. So, Prinz geht durch. Schön. Und dann haben wir da eigentlich schon einen Turm. Oh, ganz knapp nicht. Aber die 68 oder die 64 da hinten, die kann ich gleich blitzen. Bin der Prinzessin gleich wieder Dampf aufbauen. Mal gucken, dass wir jetzt hier direkt wieder einen Mini-Packer davor setzen. Ich gehe natürlich davon aus, dass da jetzt gleich wieder so ein Prinz darf. Oh, nö, hat nix.
Ich dachte, er setzt da jetzt kurz seinen Knight, seinen Ritter davor. Hat er jetzt aber nicht gemacht. Ich kriege da seinen rechten Turm und sollte auf der linken Seite auch einen ganz guten Push am Start haben. Ja, es wird leider abgelenkt, aber das ist nicht so tragisch. Wir blitzen das einmal und kriegen da, kriegt er unten mit seinem Megalakai, na wieder, er kriegt mit seinem Megalakai wieder keinen Hit raus. Das heißt also, das schaffen diese Megalakai nicht von der Entfernung her, wenn nur mein eigener Tower drauf schießt. Das ist schon mal ganz interessant zu wissen. Also sieht auf jeden Fall nach einem sicheren Sieg aus. Sag ich jetzt einfach mal so. So, das Ganze defenden wir jetzt natürlich trotzdem so, dass wir hier gar nicht erst in die Bredouille geraten. Irgendeine Geschichte von wegen X-Bow uns da ärgerlich ins Gesicht laufen zu lassen, kriegen da den zweiten Turm, das auf 36 runter, können noch eine zweite Prinzessin setzen. Ihr seht, er hat jetzt wirklich nur so ein bisschen Air und habe das Gefühl, dass er jetzt auch schon aufgegeben hat. In 26 Sekunden mich da doppelt durchzupushen, ist auch relativ unwahrscheinlich, dass er das schafft. Deswegen setzen wir einfach so ein paar Einheiten nach da vorne und dann sollte das Ding eigentlich gelaufen sein. Eventuell kriegen wir da den X-Bow auch direkt down, bevor er irgendeinen Hit setzen kann. Und dann einfach nochmal aus Spaß und an der Freude hinten Pfeile drauf geschickt. Vielleicht kommen wir da sogar noch ganz durch. Es wird ganz knapp. Vielleicht kriegen wir einen 3-Star. Oh! Prinzessin! Oh, 84. Ganz knapp. Naja, nicht schlecht, nicht schlecht. Plus 24, das sollte uns über 2800 bringen. Und damit geht die Climberei weiter. So, morgen kommt dann ein kleines Video dazu, wenn der Eisgolem raus ist. Ich freue mich da auf jeden Fall riesig, den auszuprobieren. Ich werde euch da was aufnehmen und hab natürlich leider immer noch nicht, was Eis angeht, nicht so viel Glück gehabt. Was ich damit meine, ist natürlich, dass ich den Eismagier immer noch nicht habe und mal schauen, ob ich den Eisgolem dann in einer der legendären Truhen morgen bekomme. Ansonsten nicht vergessen, auf jeden Fall Daumen nach oben geben, Kommentar und dann könnt ihr eine der iTunes-Karten gewinnen, die ich bis nächste Woche Mittwoch verlosen werde.